Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bellride mit Amerik Vikingson und natürlich mit dem Ragnar. Wundert euch nicht, ich stehe hier auf einem Haus. Ich war jetzt gerade beim Fischer und wollte ein bisschen was zu essen kaufen. Habe ich natürlich auch gemacht, ne? Hab mir ein paar Pfeile gecraftet, haben jetzt, warte, kurz, fast 90 Stück, ein paar weniger. Und da kam ein Angriff. Ich war gerade fertig mit dem Händler am Labern. Ja, und dann musste ich mal ganz schnell hier auf den, ja, wie soll ich sagen, auf den sein Haus klettern und musste kurz mal hier der Beth helfen. Die ist nämlich auch hier gerade Schilf holen gewesen. Das Zeug zu holen. Guck mal, Riemen haben wir. Leute, wir gehen jetzt hier hoch. Ich habe jetzt ein paar mehr Pfeile gemacht. Ich weiß, es ist jetzt gar nicht so cool, aber wir brauchen sie halt einfach, ne? So, ich habe mir jetzt die zwei Fische gekauft. Einmal den 45er, einmal den 30-60er und habe eine Kartoffel einstecken. Ansonsten fühle ich mich eigentlich gewappnet, da jetzt hochzugehen. Wir müssen mal gucken, was jetzt gleich passiert. So, wir laufen hier durch. Die kam auf einmal, keine Ahnung. Ich habe mit dem Händler gesprochen und dann hörte ich die, war ich mit dem fertig, gehe raus, sag tschüss. Und auf einmal kam die Musik und dann ging's los. Ja, da konnte ich euch so schnell nicht mehr mit reinnehmen. Es tut mir echt leid, aber ich glaube, wir kriegen genug Action heute. Wenn wir jetzt der Straße folgen zu unseren Freunden hier oben. Wir sind nicht mehr weit weg. Wir gucken jetzt mal, dass wir das ausgelotet kriegen. Jetzt fängt es natürlich auch noch an zu regnen. Das ist natürlich ungünstig. Ja, da sind die nächsten Affen. Die kommen in unsere Richtung, ne? Boah, das ist jetzt hier... Ne, die... Ja, doch. Wie laufen die jetzt? Ja, ja. Die laufen da runter zu ihren Jungs. Lass mich mal kurz gucken, ob wir da eventuell... Wir hätten einen mega guten Fluchtweg. Wenn die mitgehen würden. Mit. Da sind sie. Die ziehe ich mir ran. Gott sei Dank haben wir viele Pfeile. So, und wir müssen jetzt rennen. Jawohl, die kommen hinterher. Das ist gut, wir gehen hoch aufs Dach. Ich hoffe, wir kommen hoch jetzt. Wenn wir jetzt nicht aufs Dach kommen, ist Ende al dente, ne? Wir kommen nicht hoch. Ragnar! Oh, fuck, ey. Warte mal, wir kriegen das trotzdem hin. Okay, wir kriegen es nicht hin. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte es vorher testen sollen, ne? Doch, ich komme hier hoch. Jo. Wo sind sie? Nicht dein Ernst jetzt. Aber warte mal, ich könnte die von hier versuchen anzuschießen. Yo! Sie kommen! Ja, wo steht er jetzt, ne? Ich weiß aber, wie ich es schaffe. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt nochmal. Ich weiß, wie ich es schaffen kann. Wen habe ich getroffen? Wir laufen. Die kommen jetzt definitiv alle mit. Ich muss die Bogenschützen als allererstes wegmachen. So, ich muss hier drauf... Ich muss hier hoch. Hallo? Der Drude ist unzufrieden. Das macht nichts. Der hat nur Hunger. Das ist schlecht. Das ist richtig ja übel. Aber ich weiß nicht, wie ich die anders kriegen soll. Wir müssen da jetzt gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Die kommen wieder.
Den habe ich. Die Range ist zu weit. Du kleines Schwein. Den habe ich. Ach, shit. Das sind die heftigsten Typen hier. Okay. Den ersten haben wir. Von der Band hier. Der Marcel. Hier, sie kommen wieder. Kann ich mich auch hier drauf stellen? Es könnte klappen. Vielleicht kommen sie hier ein Stück näher. Und sie kommen hier nicht an mich ran. Okay, warte mal. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen... Oh, musst du umdrehen? Gibt's ja gar nicht, oder? Den hab er. Den haben wir auch. Das sind aber noch mehr Leute. Der geht wieder. Okay, alles cool. Wir müssen kurz was essen. Okay, ich würde jetzt gerne die Säckchen schnell einräumen. So, der nächste kommt. Lassen erst kommen, lassen erst kommen. Dann können wir hoch. Wir schaffen das. Da haben wir ein Buch. Da oben kommt er. Wieder getroffen. Irgendwo muss hier noch ein Sack sein. Da ist es. Lehrlingsbuch. Ach, das kriege ich gar nicht mit. Können wir irgendwas essen? Nee, ne? Dann lass mich mal bitte die rote Beete rausschmeißen und das Buch mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wie viele noch kommen. Den haben wir. Münzen, sehr gut. Leute, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Was, das Camp? Haben wir es geschafft? Nee, ne? Wir haben es geschafft! Wir haben das Camp geklärt. Alleine. Geil. Leute, wie geil ist denn das bitte? Wir haben es geschafft. Und hier hätte ich noch Platz machen können. Riemen. Okay, das war jetzt nicht viel. Vielleicht ist hier noch ein bisschen was. Wir gucken mal. Aber wir haben ja noch ein bisschen was liegen gelassen. Wir haben das Camp geräumt. Da. Ein Brief. Tagebucheintrag eines königlichen Bastards Nummer 3. Verdammt, diese Banditen. Briganten. Königliche Schoßhündchen. Haben zwei von uns gefangen genommen. Wir müssen sie überrascht angreifen. Auch wenn wir besser ausgebildet und erfahrener sind, haben sie zahlenmäßige Überlegenheit und frische Ausrüstung. Mildred hat uns gesagt, wir sollten sie... Warte. Wir sollten sie einfach melden. Vielleicht hat er recht. Oh, Baby! Der Mischeimer ist auch fertig. Das Lager ist geräumt. Oh, wie schön, ey. Ich bin gerade so glücklich, dass das echt so geklappt hat. Wir haben noch zwei Punkte. Dann können wir jetzt auf jeden Fall noch hier das mitnehmen, was ich da rausgeschmissen habe. Das Rübchen.
Der Trübchen. Jo, das ist so gut, ey. Das waren dann am Ende doch nicht mehr so viele, ne? Aber ist gut für uns. Da ist der Beutel mit der Rübe. Da ist noch ein Beutel. Irgendwie haben wir hier noch einen down gegradet, ne? Hier ist ja noch einer gestorben. Oh, den Beutel finde ich nicht mehr, Leute. Doch, da ist er. Der Lucien. Oh, das hätte mich aber geärgert jetzt. Oh, fuck. Das bringt halt so viel mehr. Ich schmeiß den Verband raus. Den Verband, den kann ich jetzt mal ganz ehrlich. Nö. Was hat man hier? Schilde? Oh, wow. Lass mich mal kurz gucken. Können wir schon wieder ein Buch lesen? Jo. Einmal Schilde leveln, bitte. Und dann nehmen wir alles mit. Ihr lädt nichts dem Feind. Das ist so. Leute, wir haben euch befreit. Seid glücklich und froh. Ja, wir sind's auch. Super! Oh, es geht runter wie Öl. So langsam läuft's. Wenn wir uns jetzt ein bisschen Gedanken machen, wenn wir uns richtig viel Sachen mitnehmen. Und wir haben viele Pfeile gebraucht, Leute. Ich habe natürlich auch wieder viele verschossen, aber es liegt halt auch einfach daran, weil es jetzt noch nicht so geht. Aber wir können jetzt mit den Ansgar sprechen. Jetzt bin ich mal, jetzt frage ich mich, was wir für eine Belohnung kriegen, Leute. Das ist ja übel. Das ist ja übel. Guck mal, der Wald, wie er wächst hier. Yo. Oh, nach der ganzen Action brauche ich dann aber auch mal wie so ein klein bisschen Base-Tag hier, ne? So ein bisschen schön Building und sowas. Wir gehen jetzt pennen. Wir gehen jetzt pennen und dann gehen wir rüber zum Ansgar. Oh, ein Haustier haben wir auch schon mittlerweile. Guck dir das an hier. Ah, und guck mal, wie da hinten unsere Dorfhalle langsam entsteht. Es ist so bildhübsch. Das ist so ein gutes Spiel, die Sissy. Guck mal, bum, 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 da fällt es von oben runter. Dank dir, Odin. Wenn ich die Vögel da oben abschießen soll, um Federn zu kriegen, da fragt er mich aber mal wieder. Ich kann echt Vögel abschießen, ich glaub's noch immer nicht. Nights coming quick. Best be indoors before dark. Im Leben nicht. Das gebe ich auf. Nüscht es. So, hier. Bitte, ich habe wieder ein bisschen was mitgebracht. Papa Ragnar hat was mitgebracht, war einkaufen. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein paar Verbände. Die fülle ich mir auf die 30. Dann können wir die wegpacken. Das ist auch schon mal gut. Das Saatbeutelchen haben wir da. Das kommt hier nirgendwo hin, ne? Ich dachte jetzt, ich kann das vielleicht mitnehmen oder so. Warte mal, haben wir noch Riemen. Geriemt seist du. Bam. Alter, was ist denn los hier? Mach mal keinen Stress hier. Ich bin noch voller Adrenalin hier. So. Ja, guck mal. Absolut geil. Hier gibt es wieder ein bisschen Fleisch. Die Kartoffel nehme ich mit und das zack ich hier runter und dann sind wir da eigentlich wieder gut aufgestellt. Leute, dann nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Bücher mit. Wir testen das jetzt ganz mal heute, ob wir Bücher verkaufen können. Ich glaube es aber eher nicht. Ich nehme die mit. Ich habe viele Bücher, ne? Ja, dann nicht. Komm, geh mal pennen. Alles gut. Geh mal schlafen. So, dann gehen wir rüber zum Ansgar. Werden mit dem reden. Dann fahren wir vom Ansgar rüber zum nach Horndin. Werden dort ein bisschen was verkaufen. Noch einen Tag bis zum Winter. Ich würde sagen, den Wintertag würde ich nutzen. Und wir bleiben mal so ein bisschen. Boah, 91%. Dann gibt es morgen den nächsten Angriff. Ja, aber gut, haben sie sich verdient, ne? Leute, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir könnten hier den nächsten Fisch reindengeln. Ja. 1987 Repu. Ich bin halt gerade echt am Überlegen, was wir damit anfangen. Ob ich da jetzt was hole oder nicht. Ich würde aber trotzdem erstmal gerne die Dorfhalle stehen haben. Und ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, das ist zu schnell. Schnellschuss kann das auch wieder geben. Wir müssen mal gucken. Wir reisen jetzt erstmal... Scheiße, zum anderen Ältesten. Da wollte ich nicht hin. Sorry. Der Bus hat Verspätung oder hat sich verfahren. Wir wollen natürlich hier, ja. Morgen! So. Wir haben 7.28 Uhr. Kommen pünktlich an. Möh. Möh hat's gemacht.
Wunderschön. So richtig befriedigend hier, dass wir da so richtig aufgeräumt haben gerade. Morgen. So, ich bin immer noch ein Fremder hier. Das geht so nicht, ne? Das geht so gar nicht. So, Ansgar. Ich grüße dich. Ich bin noch da. Wie läuft die Jagd? Hast du dich schon um sie gekümmert? Ich habe sie losgeworden. Ich bin sie losgeworden. Ich sag's mal so, ja. I'm impressed. A rookie like you taking on the camp full of bandits. Rookie. Take this, you earned it. But stay vigilant. Bastards could try to raid your own camp in retaliation at any time. Ja, das wissen wir ja, das wissen wir ja, ne? Bleib wachsam, die Bastarde könnten jederzeit versuchen, dein eigenes Lager zu überfallen. Warum hast du mir das nicht gesagt, bevor ich das Lager zerstört habe? Ihr wusstet es ja. Danke für die Warnung. Auf Wiedersehen. Vertrauen 200, sehr gut. Ruhm 300, Leute, wir haben 2-2. Wir sind aber immer noch Fremder hier, ne? Und Münzen 50. Warte bis morgen, stimmt, wir müssen mit Marek noch reden. Oh, das haben wir voll vergessen. Gut, dass es das Questlog gibt hier. Sag ich dir. Chakes O'Neill? Halt die Klappe. Marek? Ich laufe mit dir nicht um den Busch. Greetings. Wie hast du? Hast du Erkältung oder was? Nase zu? Seid gegrüßt. Sind die Werkzeuge fertig? I'm a man of my word. Keep going. So machen wir's. Wir haben es geschafft. Bring die Karawanenteile zum Theodor. Das machen wir. Leute, super gut, oder? Wir sind zwar immer noch fremd hier in dem Dörfchen, aber das ist egal. Oh, hier gibt's schon wieder Beine. Karina! Da oben kommt ein Bandit, glaube ich. Sau. Du Schwein! Dass sie jetzt anfangen, zickzack zu laufen, ist ein Schweinepatch. Aber ich bin Mister. Ich mach's manchmal beim ersten Mal. So, Münzen. Zack, die Bohne. Rüber geht's. Nach Horndin. Wenn du überlegst, was wir schon alles so gerissen haben hier, ne? Das ist schon stark. Wir müssen halt auch irgendwie, ich sag's zwar immer wieder, die Map mal aufdecken, weißt du? Weil, ey, guck mal. Guck mal. Guck mal! Was hier noch alles gibt. Die Lager müssen wir wegmachen. Das sind die nächsten, die wir jetzt angreifen werden. Das Lager muss weg. Ist doch hier, das machen wir gleich noch weg. Ach, stimmt. Da habe ich noch das mit den... Ja. Da habe ich das mit den Fahnen nicht gemacht, ne? Da habe ich einfach nur geplündert und Arschlecken. Aber habe vergessen, die Fahne wegzumachen. Das ist natürlich doof gewesen. Egal, jetzt gehen wir erstmal hier in Herndin. So. Wir sind fast bei 1200. Ich glaube, wenn wir das abgeschlossen haben, dann können wir anfangen und können richtig gute Leute holen. Die Sache ist aber die, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen. Wir haben 2-3 Repu, das ist in Ordnung. Wir haben 1-1-6-7. Wir gucken gleich mal beim Bücherwurm, ob der Bücher kauft, aber ich glaube es eher nicht. Wenn er kaufen sollte, würde ich die Bücher, die wir jetzt stand haben... Bist du eigentlich für ein Arschloch immer? Ich bin ein Freund. Das steht ganz groß bei euch angeschlagen, dass ich der Freund bin. Junge, Junge, Junge. Theodor! Lauf jetzt ja nicht weg hier, wenn ich mehr meine Zeug hier habe. Theodor, nee, zu dir will ich nicht. Ja, benötigen sie etwas? Die Hilfe mit deiner Karawane. Yeah, what you got for me, pal. Ich habe alles, was du wolltest. Grand job, they look solid. Ja, ne? Now I need to get back to work with this caravan. Check in with me tomorrow. Maybe I'll have a few more odd jobs around the place for you. Ich bin doch nicht dein Dödel, Alter. Der will uns neue Jobs geben. Verstanden, pass auf dich auf. Warte bis morgen. Oh, nichts bekommen. Das ist ja eine Frechheit, Alter. Der hat auf jeden Fall auch eine Arbeit für uns. Und hier ist der Typ mit den Büchern. Der hat auch eine Quest für uns.
Grüß dich. Pass mal auf, ich will jetzt mal kurz gucken, ob du auch Bücher... Oh, er verkauft Bücher. Er verkauft Bücher und kaufen tut er... Das ist kaufen, das ist verkaufen. Er kauft auch Bücher. Das ist geil. Das habe ich jetzt gerade vergessen, das machen wir gleich noch. Gut, was hast denn du nochmal für eine Aufgabe? I'm waiting for the merchant to deliver the book. Might you check the roads? Perhaps his cart is broken or he's spending too much time in taverns again. Das haben wir alles schon gelesen. Ich habe jetzt mal die Aufgabe angenommen. Questverfolgung Z. Finde den vermissten Händlerkarren. Hey, wo soll der sein? Ist hier? Nee. Der ist ja ganz in der Nähe hier eigentlich. Ja, das ist der, der umgefallen ist, Leute. Stimmt. Halt doch die Schnauze. Stimmt. Ich kann was essen. Halt, lauf jetzt nicht zurück. Ohne dass du beim Dings warst. Stimmt. Den Karren haben wir ja schon geplündert. Oh, wow. Ja, ich habe was Besonderes für dich. Ein paar Münzen. So, verkaufen. So geil, ne? Übelst cool. 1165. Du bist so wunderschön in deiner Kluft anzusehen. Jetzt überlege ich echt, ob wir den Bauer holen. Ich finde aber, die größeren sollten wir wirklich erst bauen. Bauen? Na? Sechs fest? Holzplanken werden gemacht. Leute, es läuft. Es läuft in unserem Dorf. Es ist so gut. Wir machen jetzt hier die Typen noch weg. Wir klären die Einser-Banditen, dass wir nur noch Zweier haben. Es kommt eh der Angriff morgen. Von daher ist es okay. Da haben wir einen Wintertag. Machen wir ein bisschen was schön an der Base. Und dann gucken wir nach dem Händlerkarren jetzt noch, wenn wir nach Hause gehen. Ah, eventuell müssen wir dann nochmal nach oben gehen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir haben Zeit. Wir stressen uns nicht. So, denk dran hier, wenn du oben bist. Oh, guck mal. Guck mal, wie gut unsere Lebensleiste jetzt gerade ist. Ja, ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Du brauchst keine Angst haben. Könnte ein Wolf sein. Ist ein Wolf. Ich weiß, dass wir den schon eigentlich gemacht haben. Wenn die jetzt wieder da sind, ist nicht schlimm. Dann machen wir sie einfach nochmal. Das sind jetzt zwei Wölfe. Entschuldigung. Leute, lasst uns morgen einfach im Wintertag ein bisschen jagen gehen. Und, ja, wir gehen morgen ein bisschen jagen und wir machen ein bisschen was an der Base. Die Zäune ziehen, Überfall erwartet. Ja, das war klar. Guck dir das an, du. Die sind wieder da, ne? Weil das nicht geklappt hat oder weil wir das damals mit der Fahne nicht gemacht haben. Das ist aber gut, das ist aber schön. Die würde ich von oben angreifen wollen. Das sind wieder ein paar einige. Hallöchen. Ja, ich hätte dich jetzt abstechen können, aber ich wollte nicht. Guck mal, da unten sind sie. Die Bastarde. Oh. Warte mal kurz. Ich muss mir ja gerade einen Plan schmieden. Jetzt gehen die wieder, oder was? Die ist ja auch wieder gefüllt. Oder waren wir hier noch nie? Hä? Eine gewürzte Einbrennen. Was? Wir waren doch mal hier, oder? Was ist denn hier passiert? Habe ich was verpasst? War hier das Auge? Ne, wir waren hier gar nicht. Boah, wir waren hier. Hier war doch ein Brief. Ach, wir waren nur hier unten. Ajo. Hier oben war ja auch noch was. Guck mir das an, du. Pass auf, ich ziehe jetzt von hier oben. Aber wie mache ich es dann? Ich muss da hoch. Oder ich stelle mich da auf. Komme ich auf die Mauer? Lass mich mal kurz das gucken. Ja. Ich glaube, hier wäre ich dann safe. Komme ich da bis hin? Zieh mal einen auf. Die müssen ja trotzdem kommen. Ja.
wenn ein Plan aufgeht. Ich liebe es einfach so sehr. Nie wieder. So bringt mir das aber nichts, wenn ich jetzt alles verschieße hier. Und ich bei denen auf dem Wagen? Ich würde bei denen auf dem Wagen nicht kommen, ne? Auch die Kopftreffer. Jawohl. Jetzt sind es nur noch die anderen Typen hier. Den habe ich. Den hab... Oh, ich dachte, ich habe ihn. Den haben wir. Nicht. Jetzt. Gleich. Oh. Ich hab noch 7 Pfeile. Nein! Ich hab nicht drauf geschaut, ich Idiot. Ich hab nicht drauf geschaut, ich doof. Ich hab nicht geguckt, ey. Oh, wie blöd ist das denn? Eine Level 3 kommt morgen. Scheiße, ich habe nicht drauf geguckt, wie mein Leben steht. Oh, das ist doch ungünstig gelaufen jetzt. Hier bin ich schneller. Oh, ist das scheiße. Entschuldigung, aber das ärgert mich jetzt voll. Ich habe absolut nicht geguckt und guck mal mein Essen an jetzt hier. Kann nicht wahr sein, ey. Ich habe nicht aufgepasst, wie mein Leben steht. Hast du was zu essen? Warte mal. Ach du. Ich schieß doch nicht auf dich. Ja, ja, sei ruhig. Gib mir mal das. Auf mir nichts, oder? Auf, Entschuldigung. Zu Weizensamen? Was, warte mal, was hast du denn da gehabt? Das war doch ein Pilzding, oder? Ja, mach doch mal hin jetzt. Du hast doch hier einen Pilzeintopf. Gib mir den mal wieder. Dann kann ich mir den schon mal reinknallen. Habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Fuck! Boah, es ärgert mich. Ich habe nicht aufgepasst. Das Gute ist aber, die doof sind weg. Mann, ey. Ich hoffe, die sind halt jetzt echt nicht mehr da. Nimm deinen Pfeil und Bogen, falls da was passiert gleich. Die sind da unten jetzt, ne? Die sind aber auch nur die zwei noch. Der andere ist ja komplett angedötzt schon da unten. Ja, die mache ich jetzt weg. Ich darf jetzt nur mich nicht sehen lassen. Okay, alles nehmen. Okay, sehr gut. Wir pfeifen uns den gleich rein. Das schmeiße ich raus hier. Wer braucht das schon? Die Pfeile sind am Start. Alles gut. Wir verbinden uns einmal. Da unten sind noch mehr. Druide ist down. Wo sind die anderen? Blöde Sau. Den habe ich nochmal erwischt.
Ein Apfel. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht angegriffen, ne? Ja, das war jetzt Blödsinn, was du gemacht hast. Den hab ich. Nicht. Genau, schießen und laufen. Sehr stark. Einer noch, einer noch, einer noch. Ah! Der hat halt schon Kettenhemd an, ne? Der Drecksack. Yo, Baby, wir haben den. Rache ist Blutwurst. Ich danke euch. Aha. Oh, sehr schön. Wir gehen erstmal looten. Yo! Es kommt ein Level 3er Angriff jetzt. Wir müssen jetzt halt gucken, dass die morgen eventuell so spät wie möglich kommen. Das wäre natürlich geil. Hoch 10. Wir gucken mal, was es jetzt hier so gibt. Der Hugo, was hast du verlassen? Bücher, guck mal. Bücher, Bücher, Bücher. Da müssen wir noch zum Karren. Dann können wir die Bücher jetzt oben verkaufen. Das brauchen wir nicht. Einer ist noch hier. Einen haben wir noch hier vom Druiden, oder? Vom Viktor Rolf. Vom Viktor. So, also, die Fahne. Dann gehen wir rüber. Ja, ist okay. Ist okay. Man kann auch mal, ne, und so weiter. Guck mal, hier drei Blanken sind wieder fertig. Also wenn das immer drei Blanken sind, ist das schon mal geil. Also erst die Fahne. Scheiße. Ich glaube, das ist unser Riesenproblem jetzt. Beanspruchen, bereits geplündert. Ich glaube, die kommen immer wieder jetzt. Wir haben es hier einfach verrafft. Oder ist das Camp jetzt weg? Das Camp ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Eventuell klappt es oder nicht, ne? Bereits beansprucht, schade. Wir haben gekriegt... Einige an Bücher wieder. Wir werden jetzt ein paar Bücher verkaufen. Es bringt EP, das ist klar. Das mit den Schilden hat nicht funktioniert, aber dann lerne ich es jetzt. Scheiße, ey. Das ärgert mich. Ist hier noch eine Truhe? Ja, guck mal. Jo, sehr stark. So. Was ist denn da los, Ragnar? Kannst du nicht mehr schießen? Ist vorbei jetzt. So, dann lass uns schnell zu einem Karawan gehen hier. Ja, wir gehen morgen definitiv jagen. Wir machen uns schöne Pfeile. Und dann geht das los. Das gibt's gar nicht, oder? Ist rum. Ist vorbei. So, 17:39. Ja, das passt. Ist doch okay. Habe ich nicht aufgepasst vorhin, ey. Das ärgert mich, dass das so einfach dann ging, weißt du? Ich gucke mich hin. Hier ist noch Hanf. Und dann kriegt man einen auf den Deckel. Aber das ist gut. Das erdet uns auch wieder. Das ist in Ordnung. Alter, 2,5 Repo. Ich lieb's. Ich lieb's. So, der Questgegenstand von dem Karren, den haben wir. Wir müssen zurück zum Oscar Lancelot. Da wollen wir ja sowieso hin. Zum Oscar. Wir können irgendwas noch essen. Was bringt denn der Apfel? 10 und 25. Oh, der Apfel ist ja eine Verschwendung, den zu essen. Bringt ja gar nichts.
Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Herndean Feeling. Da, 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 da. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ach du Scheiße. Bin ja noch meilenweit entfernt. Entschuldigung. Oh, der kam überraschend. Da hatte ich jetzt einen Brösel auf der Schamai. Du weißt, dass hier oben Herndean ist, ne? Es hat sich aber auch hier alles verändert. Guck mal. Das war alles vorher ein bisschen brach. Kann das sein? Ich kenne das so gar nicht. Also wir wachsen mit der Natur. Was mit euch Kühen hier ist, ich habe es noch nicht so richtig kapiert. Ich frage mich halt, ob die Kühe, die nicht in Herndean sind, ja, denen trotzdem gehören. Pack den Ding weg hier. Hab ich noch irgendwo was, was ich... Nee, mal, Alter. Ich habe noch zwei Pfeile. Ja, morgen Pfeile machen. Oder das werde ich jetzt gleich offline noch anhitten. Für morgen schön jagen gehen. Finde ich gut. So genau muss das sein. Ich denke, wir werden jetzt nach der Geschichte... Ne, wir kriegen nur Repo. Ich glaube, wir sind Freunde, ne? Wir werden Freunde bleiben. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich einen mitnehme oder nicht, ne? Aber wenn, würde ich mir halt wirklich einen für die Schmiede mitnehmen. Naja, morgen ist Winter, deswegen wird es da kalt. Grüß dich! Stark's coming quick. Within these pages lie knowledge that will change your life forever. Come, let me show you the way. In diesen Seiten liegt Wissen, das euer Leben für immer verändern wird. Komm, lasst mich euren Weg zeigen. Ich hab da was für dich. Did you find the merchant? Ja! Das ist noch in Englisch. Ich habe es bei einem gebrochenen Karren gefunden. My stomach hurts badly. I'm too hungry. Ich fand aber nichts von ihm, nur seine Waren. That's quite strange. Maybe you should ask around. I'm sure someone must have seen something. There's a hermit that lives nearby. You should try speaking with him. Okay. He might even know what that tool is for. Ich werde mit ihm sprechen. Sprich mit Igor Fulke, der Handwerker, der in der Nähe wohnt. Alter, willst du mich verarschen? Ist es dein Ernst jetzt? Sabeline! Wir wollen dich alle haben! Sabeline, lass mich mal gucken, was du brauchst. Ich werde doch bei dir schwach. Have you seen the Elder yet? Bibi, was kannst du? Sabeline, ich habe so Bock auf dich, ehrlich. Aber es wäre falsch. Es wäre falsch! Are you new in town? Was würden die jetzt kosten mittlerweile? Kriegt man sie? But if you continue to help those of us in need, das Ansehen ist da, ne? Bellride fehlt noch, das Dorf ist nicht bereit. Das Dorf ist nicht bereit. Ich brauche hier bestimmt Häuser dann für die Knaben. Knabinnen. Knabenien. Oh, Sabeline, Mensch, du. Was haben wir hier? Die Clara Hildebrand. Let's talk. Der Rob. Sorry, I'm busy. Ach, halt die Klappe. Busy, hin oder her. Boah, 1000. Forschung, 4 von 6 Arbeiter. Arbeiter 3. Oh, der ist gut, ne? Der Rob. Jagen wäre auch gut. Das wäre halt jetzt dann der Jäger. Ja. Jedes Mal kommst du hier so doof an, Alter. Nimm den Brösel aus deinem Gesicht. Leute. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Das ist zu viel. Wir sparen. Ich kann das nicht. Leute, wir sparen, okay? Ich gebe hier noch ein bisschen was ab. Schreibt mir gerne eure Meinung rein, was ihr machen würdet. Aber ich glaube, wir sollten echt sparen. Ja, Zeug halt wieder, wie immer. Ach, die Bücher wollten wir ja verkaufen. Ah, wir sind jetzt auf dem Punkt, wo wir hinwollen, ne? Was habe ich denn hier? Du bist jetzt ein Beschützer von Herndean. Nee, ne? Und einfach macht sich eine... Erforsche den Glockenturm. Ja, natürlich! Wir müssen erstmal unser... Eieiei, okay, wir kriegen hier... wow.
Leute, das heißt, wir sind hier jetzt einfach mal richtig gut unterwegs. Lass den Apfel jetzt drin. So. Step close. Hello there. Ich wollte ja noch ein paar Bücher verkaufen, weißt du? There's no time to lose. Okay, der nimmt auf jeden Fall das Landwirtschaftsbuch. Er nimmt das Handwerksbuch. In the name of Lord Ashborn. So Leute, ich werde jetzt nach Hause reisen. Und werde morgen in der Folge... Oh, drei haben wir jetzt, ne? Wir sind jetzt Beschützer. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall... Wir müssen halt auch Questen mal wieder in El Pasto machen, aber solange wir hier... Aber ich denke, hier oben sind wir, was Questmäßiges durchgeht. Wir machen erst die Horndin-Quests durch und dann fangen wir in Pasto an, ja? Wir hätten jetzt hier oben noch eine Quest, das wäre die hier. Und dann sind wir eigentlich, was die Quests angeht, durch. So, den mit dem Glockenturm brauchen wir nicht machen. Der Bücherschrank? Sicherheit geht vor, stimmt, da müssen wir auch morgen hin. Also, wir verfolgen die hier. Aber ich reise jetzt erstmal nach Hause, damit ihr Bescheid wisst. Morgen Wintertag werden wir uns um die Quest kümmern. Morgen ist auch der nächste Tag, da können wir nach Pasto rüber. Das heißt, wir werden morgen jagen gehen, ein bisschen was an der Siedlung machen, ja. Ich denke, da haben wir viel zu tun morgen. Morgen machen wir einfach mal wieder so einen kleinen ruhigen. Das heißt, einen kleinen ruhigen, es kommt ja auch noch der Angriff, ne, der Dreier. Aber das sollten wir hinkriegen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Bis morgen, tschüss.